Für alle Triathleten, für einen guten Start in den Tag, empfehle ich erstmal ein bisschen langsam aufstehen, ruhig angehen lassen und dann erstmal schön stretchen. Erster kleine Tipp, wie wir das bei den Tieren auch immer sehen. Jeder Hund, jede Katze, erstmal ein kleines Stretching. Menschen, um das ein bisschen intensiver zu machen, vielleicht mal ein kleines Trockenbürsten, vielleicht gerade so auch für die Beine, dass der Stoffwechsel ein bisschen in Schwung kommt. Dann ganz klarer Tipp als allererstes, mal einen guten halben Liter warmes Wasser trinken. Lass mir den Körper mal gut durchspülen. Wir haben aber auch nachts einfach einen guten halben Liter abgeatmet und ausgeschwitzt, was man so jetzt gar nicht bedenkt. Also, dass der Wasserhaushalt passt, Flüssigkeitshaushalt passt. Erstmal einen halben Liter schönes warmes Wasser. Nicht eiskalt, dass wir uns alles hier erschrecken. Schönen halben Liter warmes Wasser trinken. Dann als Frühstück vitalstoffreich, natürlich, basenüberschüssig und komplexe Kohlenhydrate. Schönes, leichtes Frühstück. Super Tipp, ist einfach Brei, ist auch gerade ganz groß im Kurs bei allen, weil der Vorteil ist, ich bekomme das super gut verdaut. Das liegt nicht so schwer im Magen wie ein Müsli. Durch das Anrühren mit dem heißen Wasser ist das sehr schön aufgeschlossen. Die Vitalstoffe brauche ich für meinen Stoffwechsel, für meine Enzyme, dass alles wunderbar gut funktioniert. Die komplexen Kohlenhydrate für einen konstanten Blutzuckerspiegel. Einerseits für mein Gehirn, weil das funktioniert nun mal mit Kohlenhydraten. Und dann aber auch für eine perfekte Fettverbrennung, wo ich ja die meiste Energie raus beziehe. Von daher komplexe Kohlenhydrate, ganz klar meine Empfehlung. Insofern ist das eine super Basis, egal ob ich mit den Kohlenhydraten ins Büro gehe, da muss das Gehirn funktionieren, oder ob ich meinen Sport natürlich betreibe, wo die Fettverbrennung dann wiederum ganz wichtig ist und auch das Gehirn, Entschuldigung, ja, ist das ein super Start in den Tag. Insofern wünsche ich viel Erfolg.